Ja, auch gleich schön. Das hilft. Sind sie zahlreich? Hä? Sind sie zahlreich? Ja. Die ganzen Acharyas sind da und Shishigonitai. Der heilige Name. 16-fache Ausführung. Radharani ist da, so viele Gewalten von Krishna. Ach, ja, genau. Und die ganzen Amöben und Bakterien erst. Ja. Oder? Ja. Und Staubmilben. Radharamadava Sundabihari. Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prabhupada, Prabhupada, Shri Prabhupada. Auch die Ehrerbietung noch dargebracht zu den Acharyas. Da wurde ich mal darauf hingewiesen, als ich in Radadisch Klasse gegeben habe, soll ich das trotzdem wieder machen, weil das ist irgendwie weggefallen. Jaya Om Vishnu Paramahansa Parivrataka Chaya Stote Shatta Shishi Marisi Vangrish Esi Bhakti Vedanta Swami Shila Prabhupada Ki Jai Guru Parampara Ki Jai Granthur Vatshima Bhagavatam Ki Jai Shila Prabhupada Savior of the World Ki Jai Sama Vida Bhakti Vrinda Ki Jai Jai Nitya Guru Premanandi Hari Hari Bol. Oh, glorious to the assembled devotees. Alle Ehre sei dem versammelten Gott geweihten. Alle Ehre sei dem versammelten Gott geweihten. Alle Ehre sei Shri, Shri Guru und Shigaranga. Alle Ehre sei Srila Prabhupada. Namo Vishnu Padaya. Krishna Vishnu Padaya. Krishna Vishnu Padaya. Krishna Vishnu Padaya. Prabhupada Susan Bandeya Sarvatra Guru Padaya Satyari Shri Shakti Vishnu Shri Guru Nishti. Vielen Dank. Gut, dass du da bist. Om Agyana Timirandasya Gnanjana Shalakaya Shakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manuvishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svabrantikam Vandiham Shri Guru Shri Yutapada Kamalam Shri Guru Vaishnavam Cha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatam Vitam Tang Sajivam Sadvaitam Savarutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakhamitam Cha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshwari Vaishabhanu Sura Devi Panamami Ribri Vanchukai Patarubhyascha Kripa Sundubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Narayanam Namaskrityam Naram Shivanarutamam Devim Sarasvatim Vyasam Dato Jayam Udirayit Shrimvatam Svakata Krishna Punya Shravana Kirtana Vajanta Stovya Badrani Virunuti Suritsatam
Nashtapaya Shvabhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shluki Bhakti Bhavati Nashtike. Bevor man aus dem Srimad Bhagavatam vorträgt, dass das wahre Mittel zum Sieg ist, sollte man Narayan, der höchsten Persönlichkeit Gottes, Mutter Saraswati, der Göttin der Gelehrsamkeit, und Srila Vyasadeva, dem Verfasser, seine achtungsvollen Ehrbietungen darbringen. Wenn man regelmäßig aus dem Srimad Bhagavatam hört und dem Reingeweihten dient, wird alles, was für das Herz leidvoll ist, fast gänzlich vernichtet und der transzendentale, liebevolle Dienst für den glorreichen Herrn, der mit erlesenen Hymnen gepriesen wird, wird zu einer unwiderruflichen Tatsache. So. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Soll ich denn die Klasse in Deutsch sprechen? Weil das Transzendental-Tagebuch ist ja in Englisch. Das haben wir ja noch nicht übersetzt. Oder lieber alles in Englisch machen? Wir sind in Deutschland, da kann man Deutsch sprechen. Aber Srila Prabhupada sollte in Englisch predigen. Von daher. Na gut, dann lesen wir gemischt in Englisch aus dem transzendentalen Tagebuch. Reisen mit seiner göttlichen Gnade A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Oktober 1976 bis November 1976 von Hari Shauri Prabhu. Haribol, Gauranga. So, du kommst genau rechtzeitig. Ich muss leider los. Alles Gute, viel Erfolg. Ich habe gerne zugehört. Viel Erfolg. Mach's gut. Nein. Ich bin, ne? Haribol. Also, now we continue to read from November the 10th, 1976. Okay. Looking. Oh, meine Brille vielleicht kann ich sie noch nehmen. Kann man mich so hören hier mit dem Mikrofon? Ja, ne? Looking out gravely at his international contingent of aspiring and initiated Brahmanas, Prabhupada cited Srimad Bhagavatam 7.11.35. And entreated us to take seriously the opportunity he is offering. So, Lakshanam, the symptom. What is Brahmana's symptoms? So my request to you, the Europeans and American boys, you have been initiated as Brahmana. But you must practice the Lakshana. That means the symptoms. Otherwise, if you think, puffed up that now I have got the sacred thread. My business is finished. I can do whatever I like. No, that is not. Lakshana means symptoms. That you must observe. Yasya hi yat lakshanam proktam. Then nobody can check you. You will be very much dear of Krishna. Namo brahmanya devaya go brahmanaitaya cha. If you keep yourself in a platform of a true Brahmana, as you are expected, it is not difficult. We have selected the four principles. No illicit sex, no meat eating, no intoxication, and no gambling. That's all. If you keep to these practices, then you remain. And if you chant, then above Brahmana, you become Vaishnava. Qualify yourself as a Brahmana. Qualify yourself as a Vaishnava. Then your position is guaranteed. Kaunteya Pratijani hi nami bhakta panashyati. Srimad Bhagavad Gita 9.31. Sure, guaranteed. In the same way that the police do not touch honest citizens, if we are honest in our practices, he told us, then
Krishna's protection is assured, and Maya cannot touch us. And there is a simple method for advancing the service of the Bhagavatas. The service of the Bhagavatas, the representatives of the Lord. Nashtapayeshva vadrishu nityam bhagavatasevaya. Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 2, Text 18. The book Bhagavata and the person Bhagavata. The Guru is the symbolic representation of person Bhagavat, whose life is Bhagavat, and book Bhagavat. So you have to serve two Bhagavat. Who can do that? Nashtapayeshva bhadreshu. By developing Krishna consciousness, whose sinful life is almost nil, not completely nil, but almost nil, prayeshu, how? Nityam bhagavatasevaya. If you engage yourself to serve, to hear Srimad Bhagavatam, and to serve the person Bhagavata. Uttamashloke bhaktiya bhavati nashtiki. Then your bhakti will increase uttamashloke to the supreme. Uttamashloka means the supreme personality of Godhead. And when you come to that stage, not that completely pure, almost pure, and increasing your devotional service, then you will immediately be situated in brahmana qualification. As soon as you increase your devotional service by serving the person Bhagavatam and hearing Srimad Bhagavatam, immediately you become situated on sattva gun. Tato rajastamo bhava kama luparayascha ye cheta etai anavidham. Srimad Bhagavatam 1.2.19. Then this rajagun tamagun cannot touch your heart. The whole process is purification of the heart. Cheto darpanamajanam. Chaitanya Charitamrita Antya Lila, Chapter 20, Text 12. Everything is there. It is not an artificial thing. Nitya Siddha Krishna Bhakti. It is our natural relationship with Krishna because we are part and parcel. So I will stop here because that fits very nice to what I became inspired to speak about for the class. Thank you all for giving me your precious association. So now we will start a new chapter in Srimad Bhagavatam. Ich übersetze, spreche mal in Deutsch, Entschuldigung. Jetzt lesen wir. Oh, jetzt habe ich aus Englisch vorgelesen. Ne? Na, ich habe ja auch ein Deutsches. Ich habe das entführt gehabt zum Vorbereiten. Naja, Entschuldigung, jetzt spreche ich wieder Deutsch. Wir sind hier bilingual, sodass jeder was davon hat. Und wir fangen ein neues Kapitel an. Ach, das Transzendental-Tagebuch, richtig, ja, ja. Und zwar lesen wir aus dem 9. Kapitel des 5. Kantos des Srimad Bhagavatams erstmal die Kapitelzusammenfassung über den erhabenen Charakter Jadabharatas. Also das passt sehr schön mit Lakshanam, mit den Symptomen von einem Brahmana, von einer selbstverwirklichten Seele zusammen. Und dann lesen wir heute Verse 1 und 2, denn die sind zusammen. Allerdings in Prosform, deswegen werde ich die nicht, also deswegen sind die nicht an Tafel geschrieben und es ist ein bisschen länger. Also, gibt es erstmal hierzu ein paar Kommentare zum Transzendentalen Tagebuch oder Fragen vielleicht, was euch besonders aufgefallen ist? Nee? Mir ist aufgefallen, weil ich vorher ja gerne immer diese Verse chantet zur Verherrlichung des Srimad Bhagavatams, das habe ich ja sogar übersetzt, ne? Wenn man regelmäßig aus dem Srimad Bhagavatam hört und dem reinen Geweihten dient, wird alles, was für das Herz leidvoll ist, fast gänzlich vernichtet. Und der liebevolle Dienst für den glorreichen Herrn, der mit erlesenen Hymnen gepriesen wird, wird zu einer unwiderruflichen Tatsache. Dann Srila Prabhupada hat das auch hier zitiert. Das ist mir aufgefallen. Wie wichtig das ist, dem Srimad Bhagavatam und den reinen Geweihten regelmäßig zu dienen. Das hat man immer wieder von Srila Prabhupada, wenn man seine Klassen hört. Jeden Tag. Am besten Nityam. Nityam bedeutet ewig. Ewig, richtig, ja, das ist gut erkannt. Aber Srila Prabhupada sagt wenigstens jeden Tag, ne, regelmäßig sozusagen. Der erhabene Charakter Jadabharatas. In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Maharaj Bharata den Körper eines Brahmana erlangte.
In diesem Körper verhielt er sich wie jemand, der stumpfsinnig, taub und stumm ist. Er tat dies in einem solchen Ausmaß, dass er sogar still blieb und sich nicht auflehnte, als man ihn vor der Göttin Kali in einem Opfer töten wollte. Nachdem er seinen Rehkörper aufgegeben hatte, wurde er von der jüngsten Frau eines Brahmana zur Welt gebracht. Auch in diesem Leben konnte er sich an die Tätigkeiten seines vergangenen Lebens erinnern. Und um den Einfluss der Gesellschaft zu umgehen, verhielt er sich wie ein Taubstummer. Er war sehr darauf bedacht, nicht wieder herunterzufallen. Er hatte mit niemandem Umgang, der kein Gottgeweihter war. Dieses Verhalten sollte von jedem Gottgeweihten angenommen werden. Sri Chaitanya Mahaprabhu empfahl, Asat Sangatyaga Ei Vaishnava Achara. Man sollte die Gemeinschaft mit Nicht-Gottgeweihten unter allen Umständen vermeiden, selbst wenn es sich dabei um Familienmitglieder handelt. Als ich Bharat Maharaj im Körper eines Brahmana befand, hielten ihn die Menschen in der Nachbarschaft für einen verrückten, stumpfsinnigen Kerl. Doch in seinem Inneren erinnerte er sich ständig an Vasudev, die höchste Persönlichkeit Gottes. Obwohl ihn sein Vater ausbilden und einer Reinigung unterziehen wollte, indem er ihm die heilige Schnur anbot, um ihn zum Brahmana zu machen, verhielt sich Jada Bharata weiterhin so, dass sein Vater und seine Mutter annahmen, er sei verrückt und an dem Reinigungsvorgang nicht interessiert. Auch ohne solche offiziellen Zeremonien blieb er vollkommen Krishna bewusst. Aufgrund seines Schweigens begannen einige Menschen, die nicht besser als Tiere waren, Jada Bharat auszulachen. Er jedoch nahm dies geduldig hin. Nachdem sein Vater und seine Mutter gestorben waren, behandelten ihn seine Stiefmutter und seine Stiefbrüder sehr schlecht. Sie gaben ihm die abscheulichste Nahrung. Und dennoch nahm er es ihnen nicht übel. Er blieb völlig ins Krishna-Bewusstsein vertieft. Eines Nachts wurde er von seiner Stiefmutter und seinen Stiefbrüdern beauftragt, ein Reisfeld zu bewachen. In dieser Nacht entführte ihn der Anführer einer Räuberbande und versuchte ihn zu töten, indem er ihn vor Bhadra Kali als Opfer darbringen wollte. Als die Räuber Maharaj Bharat vor die Göttin Kali brachten und ihn mit einem Schwert zu töten versuchten, wurde die Göttin von Entsetzen gepackt, als sie sah, dass ein Gottgeweihter misshandelt werden sollte. Sie sprang aus der Bildgestalt hervor, ergriff das Schwert und tötete alle Banditen. So ist es möglich, dass ein reiner Gottgeweihter, der höchsten Persönlichkeit Gottes, trotz der Misshandlung durch Nicht-Gottgeweihte ruhig bleiben kann. Schurken und Panditen, die sich einem Gottgeweihten gegenüber nicht zu benehmen wissen, werden letzten Endes durch die Vorkehrungen der höchsten Persönlichkeit Gottes bestraft. Sheshuka Uvacha Atta Kasyachit Dujavarasyangira Pravarasya Shamadama tapa svetyaya dhyayana tyaga santusha titiksha prashraya vityana suyatma jnananda yuktasyatma sadrisha shuta shilachara upaudarya guna navasudarya angaja babhuvu mitunang chayavi yasyang bhayayang Yastu tatra pumangs, tang parama bhagavatang, rajaushi pravarang bharatam, utsrishtam riga sharirang, charama sharirena vipratvam katam ahu. Shri Shuka Uvacha. Shukadeva Goswami fuhr fort zu sprechen. Atta, danach, Kasyachit, eines, Dvijavarasya Brahmana, Angira Pravarasya, der aus der Dynastie des großen heiligen Angira kam. Shama, Beherrschung des Geistes. Dhamma, Beherrschung der Sinne.
Tapa. Ausführung von Enthaltungen und Bußen. Svadhyaya. Rezitation vedischer Literatur. Adhyayana. Studieren. Tyaga. Entsagung. Santosha. Befriedigung. Titiksha. Duldsamkeit. Prashraya. Sehr freundlich. Vidya. Wissen. Anasuya. Ohne Neid. Atmagyana Ananda. In Selbstverwirklichung zufriedengestellt. Yuktasya. Der ausgezeichnet war mit. Atmasadrisha. Und genau wie er selbst. Shruta. In Erziehung. Shila. Im Charakter. Achara. Im Benehmen. Rupa. In Schönheit. Audaya. In Großmut. Gunaha. All diese Eigenschaften besitzend. Navasa Udayaha. Neun Brüder aus demselben Leib geboren. Angajaha. Söhne. Babhuvuhu. Waren geboren. Waren geboren. Mithunam. Zwillingsbruder und Schwester. Cha. Und. Yaviyasyam. In der Jüngsten. Bayayam. Ehefrau. Yaha. Die. Tu. Aber. Tatra. Dort. Puman. Das männliche Kind. Tam. Ihn. Paramabhagavatam. Der erhabenste Gottgeweihte. Rajarishi. Der heiligen Könige. Pravaram. Überaus geehrt. Bharatam. Maharaj Bharata. Utsrishta. Aufgegeben habend. Migra. Shariram. Den Körper eines Rehes. Charama Sharirena. Mit dem letzten Körper. Vipratvam. Ein Brahmana sein. Gatam. Erlangte. Ahu. Sie sagten. Übersetzung und Erläuterung von seiner göttlichen Gnade. Abhacharanaravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Gita. Srila Shukadeva Goswami fuhr fort. Mein lieber König, nachdem Maharaj Bharata den Rehkörper aufgegeben hatte, wurde er in der sehr reinen Familie eines Brahmana geboren. Dieser Brahmana gehörte zur Dynastie Angiras. Er war völlig mit brahminischen Eigenschaften ausgestattet. Er war fähig, seinen Geist und seine Sinne zu beherrschen. Und er hatte die vedische Literatur und andere ergänzende Schriften studiert. Er war im Geben von Wohltätigkeiten sehr erfahren und er war immer zufrieden, duldsam, äußerst freundlich, gelehrt und nie missgünstig. Er war selbstverwirklicht und im hingebungsvollen Dienst zum Herrn beschäftigt. Er weilte immer in einem Trancezustand. Von seiner ersten Frau hatte er 9 gleichermaßen befähigte Söhne und mit seiner zweiten Frau zeugte er Zwillinge, einen Bruder und eine Schwester.
von denen das männliche Kind als der erhabenste Gottgeweihte und der vornehmste König galt, Maharajbharata. Das ist die Geschichte der Geburt, die er nach Verlassen des Rehkörpers genommen hat. So, ich verzichte darauf, das Sanskrit zu lesen, weil das ja wie gesagt ein Kurs ist und so lang. Normalerweise würde ich nochmal den Vers vorlesen, aber ich lese einfach nochmal das Deutsche. Ah ne, das brauche ich nicht nochmal lesen. War ja nur eine relativ kurze Erläuterung, oder? Doch, ich lese nochmal. Srila Shukadev Goswami fuhr fort, mein lieber König, nachdem Maharaj Bharata den Rehkörper aufgegeben hatte, wurde er in der sehr reinen Familie eines Brahmana geboren. Dieser Brahmana gehörte zur Dynastie Angiras. Er war völlig mit brahmanischen Eigenschaften ausgestattet. Er war fähig, seinen Geist und seine Sinne zu beherrschen und er hatte die vedische Literatur und andere ergänzende Schriften studiert. Er war im Geben von Wohltätigkeiten sehr erfahren und er war immer zufrieden, duldsam, äußerst freundlich, gelehrt und nie missgünstig. Er war selbst verwirklicht und im hingebungsvollen Dienst zum Herrn beschäftigt. Er weilte immer in einem Trancezustand. Von seiner ersten Frau hatte er 9 gleichermaßen befähigte Söhne und mit seiner zweiten Frau zeugte er Zwillinge, einen Bruder und eine Schwester, von denen das männliche Kind als der erhabenste Gottgeweihte und der vornehmste König galt, Maharaj Bharata. Das ist die Geschichte der Geburt, die er nach dem Verlassen des Rehkörpers genommen hat. So, hier in dem Vers hören wir nochmal im Detail einige der Qualifikationen von einem Brahmana. Und es gibt darüber hinaus noch weitere. Es gibt insgesamt 26 Qualifikationen von einem Vaishnava. Vielleicht habt ihr die auch schon mal gehört. Stehen auch im Srimad Bhagavatam und teilweise auch in der Bhagavad Gita. Also es geht wirklich darum, qualifiziert zu sein im hingebungsvollen Dienst. Und hier sehen wir, dass Maharaj Bharata, als er wieder die Chance eines menschlichen Lebens bekam, in einer sehr hochstehend entwickelten brahminischen Familie erschien, wovon es sogar heißt, dass sein Vater wirklich ein qualifizierter Brahmana war, nicht nur dem Namen nach, und dass er sogar im hingebungsvollen Dienst zum Herrn beschäftigt war und er sogar 9 gleichermaßen qualifizierte Söhne schon hervorgebracht hat. Da können wir uns fragen, ja, aber steht ja hier, der ist ja auch im hingebungsvollen Dienst tätig, das ist doch gut, in einer Devotee-Familie geboren zu sein, wieso schweigt er denn und ist denn dann stumm? Ne? Und tut so, als wenn er so verrückt wäre und irgendwie stumpfsinnig. Aber Maharaj Bharata, wie das hier auch steht, war der erhabenste Gottgeweihte. Der war schon sehr, sehr weit fortgeschritten. Und das ist ein wesentliches Kriterium, wo Srila Prabhupada auch hier in der Kapitelzusammenfassung darauf eingeht, der sagt, dass es ein wesentliches Merkmal von einem Gottgeweihten ist, das von jedem angenommen werden soll. Man sollte die Gemeinschaft von Nicht-Gottgeweihten unter allen Umständen vermeiden. Selbst wenn es sich um Familienmitglieder handelt. Ne? Das schließt auch, lass uns darauf schließen, auf die Notwendigkeit, auf die Erfordernis des reinen hingebungsvollen Dienstes zu praktizieren. Frei von Karma oder Jnana, ne? Mishra-Bhakti. Weil wenn wir immer noch so vermischte Bhakti praktizieren, dann kommen verschiedene Unreinheiten, verschiedene Konsequenzen, Karma, karmische Lektionen in unser Leben und so weiter. Und dann haben wir auch Umgang mit gleichgesinnten Menschen. Ne? Heißt ja auch, gleich und gleich gesellt sich sehr gern. Also was man in sich trägt, das zieht man auch an. Ne? Das ist auch wieder hilfreich für uns, weil wir können alles als einen Spiegel sehen, ein Spiegel für unser Bewusstsein, ob das jetzt der eigene Körper ist. Manchmal manifestieren sich im Körper bestimmte Krankheiten oder auch in unserem Umfeld, dass wir da sehen, was denke ich denn eigentlich, was sind denn eigentlich die Inhalte von meinem Bewusstsein, weil dementsprechend, was uns umgibt, so sieht das auch irgendwie in uns selber drinnen aus. Wir haben also nicht nur Verantwortung für uns selber, sondern auch für unser Umfeld. Ne? Das ist etwas sehr Interessantes. Und Maharaj Bharata, vielleicht lasse ich ihn noch mal eben kurz auf. Der ist dann so weit fortgeschrittener Gottgeweihter, dass der schon Brahman verwirklicht ist. Ne? Deswegen, auch wenn er sich nicht wäscht oder sein Vater, der wollte ihm zum Beispiel beibringen, dass man nach dem Toilettengang
sich die Hände wäscht und so. Ne? Er hat das dann immer andersrum gemacht. Er hat dann erst die Hände gewaschen und dann ist er auf die Toilette gegangen und so weiter. Aber er war so unbeeinflusst von den Erscheinungsweisen der materiellen Natur, dass ihn das gar nicht groß gestört hat. Da gibt es einen schönen Vers, den möchte ich gerne rezitieren, aus der Bhagavad Gita, 14,26. Vielleicht kennen auch einige von euch, das ist ein sehr wichtiger Vers. Manchayo vyabhicharena bhakti yogena sevate saguna samatityaitan brahmabhuyaya kalpate. Wer sich völlig im hingebungsvollen Dienst beschäftigt und unter keinen Umständen abweicht, transzendiert zugleich die Erscheinungsweisen der materiellen Natur und erreicht so die Ebene des Brahman. Erläuterung. Dieser Vers ist die Antwort auf Arjunas dritte Frage. Auf welche Weise kann man die transzendentale Stellung erreichen? So, das ist das Beispiel, das wir hier von Maharaj Bharata sehen. Deswegen gehe ich da nochmal näher drauf ein, dass man das auch verstehen kann. Wie bereits erklärt wurde, bewegt sich die materielle Welt im Bann der Erscheinungsweisen der materiellen Natur. Man sollte sich durch die Tätigkeiten der Erscheinungsweisen der Natur nicht verwirren lassen. Anstatt sein Bewusstsein in solche Tätigkeiten zu vertiefen, kann man sein Bewusstsein auf Krishna-Tätigkeiten richten. Krishna-Tätigkeiten werden Bhakti-Yoga genannt, ständiges Handeln für Krishna. Dies bezieht sich nicht nur auf Krishna, sondern auch auf seine verschiedenen, vollständigen Erweiterungen wie Rama und Narayana. Krishna hat unzählige Erweiterungen. Wer sich im Dienst irgendeiner der Formen Krishnas oder einer seiner vollständigen Erweiterungen beschäftigt, gilt als jemand, der sich auf der transzendentalen Ebene befindet. Man sollte auch beachten, dass alle Formen Krishnas völlig transzendental, voller Glückseligkeit, voller Wissen und ewig sind. Diese Persönlichkeiten Gottes sind allmächtig und allwissend und sie besitzen alle transzendentalen Eigenschaften. Wenn man sich also mit unerschütterlicher Entschlossenheit im Dienst Krishnas und seiner vollständigen Erweiterung beschäftigt, kann man die Erscheinungsweisen der materiellen Natur, die sehr schwer zu überwinden sind, mit Leichtigkeit hinter sich lassen. So, hier werde ich einmal kurz pausieren, weil das ein wichtiger Punkt ist, den ich zusammenfassen möchte. Wir sehen hier äußerlich, dass Maharaj Bharata sich, wie gesagt, wie so ein stumpfsinniger, verrückter Kerl manifestierte. Das Gegenteilige tat von dem, was ihm gelehrt werden sollte, und er lebt ja im vedischen System. Im Grunde genommen ist ja das vedische System zur Erhebung des Bewusstseins erforderlich. Aber, wie wir auch schon gehört haben, mehrfach, er braucht eine vollkommen selbstverwirkliche, das heißt völlig Krishna-bewusste, verwirklichte Seele, braucht sich nicht an diese ganzen reformatorischen Reinigungsriten und so weiter zu halten, weil der ja schon rein ist. Wenn ihr müde seid, ist es besser, ihr steht auf, weil sonst verbreitet ihr Tamagun. Und kriegt nichts von der Klasse mit, dann macht man Vergehen gegen das Srimad Bhagavatam und dann ist das schon wieder nichts mit dem rein hingungsvollen Dienst im Herzen. Wie hier Srila Prabhupada erklärt, die materielle Welt ist im Banne der drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur. Und Maharaj Bharata auf der anderen Seite ist unerschütterlich, unverrückbar, vollkommen, so wie Dhruva Maharaj, völlig fokussiert auf diesen hingebungsvollen Dienst. Ne? Deswegen will er sich gar nicht einlassen auf irgendwelche anderen Leute, noch niemals auf seine Familienmitglieder, die ja anscheinend auch Gottgeweihte sind, ne? Wie Srila Prabhupada hier schreibt in dem Vers. Ne? Weil er einfach gelernt hat, er braucht diese Ekeha Kurunanana, er braucht einfach diese Zielstrebigkeit, sein Ziel muss eins sein, einfach Krishna zu erreichen. Und alles andere, wie das hier beschrieben wird, die Wechselwirkung der Erscheinungsweisen, davon sollte man sich nicht verwirren lassen, ist auch in der Bhagavad Gita im zweiten Kapitel, das bedeutet, die ganzen Wechselwirkungen, die wir haben, das wird ja manifestiert durch die Austausche, die wir haben mit anderen Menschen oder auch durch die verschiedenen Umstände, in denen wir uns befinden, von diesen ganzen Sachen überhaupt nicht abgelenkt zu sein, sozusagen. Das ist seine Entschlossenheit, ne? Also seine Entscheidungsfähigkeit. Darum macht er die Sachen so, wie er sie hier macht, um wirklich im Innersten stets verbunden zu sein mit Krishna. Der meditiert ständig, in seinem Herzen ist er verbunden mit Krishna. Der hatte die Lektion gelernt aus dem letzten Leben, dass ein bisschen Abweichung aufgrund von
wie das auch in der Bhagavad Gita beschrieben wird, von Arjuna, der gibt uns das Beispiel, der lebt das Negativbeispiel vor, damit für unseren Nutzen die Bhagavad Gita gesprochen werden kann, diese geizige Schwäche des Herzens, ne, wird das genannt im zweiten Kapitel, ne, die kleinliche Schwäche des Herzens. Das bedeutet, ne, auch diese liebevolle Zuneigung zu dem Reh, jetzt kann man sagen, ja, aber das ist doch Liebe. Nee, das ist Sentimentalität. Ne? Das bedeutet, Sentes, die Sinne, und Mentes, den Geist, nachzufolgen. Und das ist etwas, das uns abbringen kann vom hingebungsvollen Dienst. Das bedeutet nicht, dass wir keine mitfühlende Eigenschaft zum Beispiel entwickeln sollen oder dass man sich erhaben über alles in der Welt fühlen soll. Nein, das ist es nicht, das wäre falsch angewandt von dieser Maxime. Sondern das bedeutet, dass wir im Inneren mehr und mehr feinere Menschenwesen, und das manifestiert sich auch nach außen. Ne? Das manifestiert sich im Umgang miteinander, wie das hier die Qualitäten von diesem Brahmana-Vater widerspiegelt. Ne? Der gehörte zu einer Dynastie eines großen Weisen, des Angira. Und der war sehr zufrieden, duldsam, also sehr tolerant, äußerst freundlich, gelehrt und nie missgünstig. So, das wiederum erinnert mich an die Verse vom Sri Sri Shikshastakam, besonders an den dritten Vers. Trinada pi sunichena tadora pi sahishnuna amanina manadena kirtanya sadahari. Wer sich niedriger düngt als das Stroh in der Gasse, duldsamer ist als ein Baum. Frei, völlig frei vom falschen Geltungsbewusstsein und stets bereit, allen anderen Ehre und Respekt zu erweisen, ohne diesen für sich selber zu erwarten oder zu verlangen. Der ist befähigt, den heiligen Namen des Herrn kontinuierlich, ohne Unterlass zu chanten. Das bedeutet, diese Fokussierung, dass man immer verbunden ist mit Krishna, zu haben. So, warum zitiere ich jetzt den Sri Sri Shikshastakam Vers? Weil das ist ja unser Bestreben, dass wir als Devotees oder anstrebende Devotees, Devotees in Ausbildung vielleicht, ne, oder Freunde von Krishna, ne, dass wir da uns bemühen, das auch in unserem Leben zu kultivieren. Ne. Für mich ist es eine sehr große Herausforderung mit der Toleranz, manchmal mit der Duldsamkeit. Aber je mehr ich dazulernen darf im hingebungsvollen Dienst, desto mehr kann ich verstehen, dass es auch meine Verantwortung ist, was sich in meinem Umfeld manifestiert. Nicht nur, was ich tue, sondern auch, wie ich zum Beispiel über andere Leute denke, beeinflusst deren Verhalten. Ne? Das ist etwas sehr, sehr Tiefes. Und wenn man da mehr und mehr bewusst wird, weil wir sind Teile von Krishna. Ne? In der Sri Upanishad heißt es, wir sind vollkommen ausgestattete Teile, die vom höchsten vollkommenen Ganzen ausgehen. Und wir bleiben auch immer vollständig ausgestattet. So, was bedeutet das? Ne? Wir haben in unserer Veranlagung sind wir göttlich, göttlichen Wesens. Die Seele ist ein Teil, ein Fragment von Gott. Ne? In dieser Welt allerdings wurde man so von Maya verrückt gemacht und nicht nur von Maya, sondern auch von Kali, vom Zeitalter von dieser Personifizierung von Zank und Heuchelei. Und es gibt noch diverse andere Gruppierungen, die ein Interesse daran haben, die Menschheit auszubeuten und zu unterdrücken. Und darum das Bewusstsein der Menschen gefangen halten. Da bin ich neulich an einem Weg, an einer Mauer langgelaufen und da stand ein interessanter Spruch dran gesprayt. Children, listen. Your mind is in a prison. Und es ist tatsächlich absichtlich so inszeniert, dass die Leute heutzutage in diesen, also ich spreche jetzt mal von Deutschland, weil wir sind ja hier, ich bin ja auch aus Deutschland in dieser Inkarnation, habe ich hier Geburt genommen, und so weiter, dass wir in solchen Umständen gerade leben, wo Bewusstwerdung auf globaler, auf universaler Ebene ansteht, sozusagen, weil jetzt sozusagen auch das goldene Zeitalter von Lord Chaitanya angebrochen hat vor etwas mehr als 500 Jahren und das heißt, das geht 10.000 Jahre. Und um diese Umwälzung des Bewusstseins vonstatten zu bringen, sozusagen, geschieht oft im Äußeren Sachen, die, sagen wir mal, leidvoll erscheinen. Ne? Weil wenn immer alles komfortabel wäre, sagen wir mal, wir würden jetzt im Paradies sitzen, keine Ahnung, oder in Hawaii, wo, ne, sozusagen die Früchte uns in den Mund fallen, braucht man nur die Hand ausstrecken und
braucht man keine Hütte unbedingt zum Leben, kann man am Strand schlafen oder irgendwie sehr so angenehme Lebensumstände, da hätte man ja gar keinen Antrieb, sich weiterzuentwickeln. Warum? Geht dann ja gut. Aber das hält einen gefangen im materiellen Dasein, dass man das nicht sieht. Und darum ist es sehr, sehr erstrebenswert, sich zu bemühen, diese Bewusstseinsinhalte mal zu hinterfragen. Seinen Geist zu lernen, zu kontrollieren, wie das hier steht. Diese Qualifizierung von dem Brahmana zu entwickeln. ISKCON ist dazu gedacht, eine Brahmana-Schicht der Menschheit zur Verfügung zu stellen, die die Leute führen kann. Und ein Brahmana, wie wir gestern so schön gehört haben von Mutter Ekayani, ein Brahmana, der nicht qualifiziert ist, der kann auch die anderen nicht anleiten. Letztlich ist das, was den Funken überspringen lässt, den Funken der Realisation. Wenn wir etwas wirklich erfahren haben im Leben und wir können das einfach ausdrücken, so wie Srila Prabhupada zum Beispiel, der bringt Sachen ganz einfach auf den Punkt, das sitzt sofort. Da braucht man gar nicht irgendwie groß kommentieren, oder? Srila Prabhupada ist so glasklar wie Glas überhaupt. Wie Kristall vielleicht sogar noch klarer. Also total klar. Also unbeeinflusst von den Erscheinungsweisen der materiellen Natur sehen wir, wie Maharaj Bharata alle möglichen Umstände durchlebt und diese Duldsamkeit, die auch hier gesprochen wird, von dem Shikshastakam, demütiger sein als das Gras oder das Stroh in der Gasse, das in den Matsch geworfen wird, damit die Leute darauf rumtreten, dass sie nicht ausrutschen, keine nasse Füße bekommen. Demütiger sein als dieses Stroh. Und duldsamer als ein Baum. Hatte man gesehen, wie ein Baum behandelt wird? Nicht nur, dass er abgesägt wird, da machen alle möglichen Tiere, urinieren dagegen. Und alle möglichen Insekten, dann kommen sie dann und zerfressen den auch von innen und so weiter. Und trotzdem, der Baum ist so barmherzig, dass er so vielen Lebewesen Zuflucht gewährt. Den Vögeln, den Käfern, viele Bäume, da kann man sogar auch entweder die Rinde oder auch die Blätter von essen, das ist auch wieder gut für den Menschen. Das Holz des Baumes kann man nehmen, sozusagen seinen eigenen Körper, den kann man nehmen, um sich Hütten zu bauen, um einen Schutz zu haben zum Beispiel oder um zu heizen gegen die Kälte im Winter. Der Baum ist so selbstlos, deswegen wird er im Srimad Bhagavatam im 12. Kanto auch als einer der Gurus, die wir noch haben, auch dargestellt. Also duldsamer sein als ein Baum. Und ein Baum, was der alles erträgt, Kälte, Hitze, Stürme, dann bricht den hier ein Ast ab oder der Blitz schlägt ein. Und ständig irgendwelche Schwierigkeiten. So können wir mal reflektieren in unserem Leben, wie tolerant sind wir denn? Wie duldsam sind wir denn? Duldsamer sein als ein Baum, also noch mehr Duldsamkeit als ein Baum zu praktizieren. Und noch demütiger zu sein als das Stroh, das in die Gasse geworfen wird und drauf rumlaufen, zum kaputt machen. Sind wir bereit, dass die Leute auf uns herumtreten, herumtrampeln, auf unserem falschen Ego? Sind wir bereit, alles Mögliche zu tolerieren, um fokussiert zu sein auf Krishna? Sind wir bereit, allen anderen Respekt und Ehre zu erweisen, auch schon nur in unseren Gedanken, das Beste von den Leuten anzunehmen? Oder wollen wir immer noch, sind wir immer noch in diesem, sagen wir mal, Bewusstsein vielleicht gefangen, dass wir falsch implantierte Bewusstseinsinhalte, wie zum Beispiel, einer allein kann eh nicht viel schaffen, ich bin sowieso nicht viel wert, dass wir das glauben. Das sind alles künstliche Interpolationen in unserem Geist, die uns aufoptroniert werden von bestimmten Schichten, die uns unten halten wollen. Und solange man das glaubt und eben nicht hinterfragt, da kommt man da auch nicht raus. Erst wenn man anfängt, durch die Gnade von Krishna mehr und mehr bewusst zu werden, weil man sich bemüht, ein reines Leben zu praktizieren, ob man jetzt Vegetarier ist oder Veganer, sich bemüht, sündfrei zu leben oder wie das hier Srila Prabhupada auch erklärt hat, wenigstens mal die vier regulierenden Prinzipien zu folgen. Kein Fleisch, kein Fisch, keine Eier, keine Berauschung, noch nicht mal Tee, schwarzen oder grünen Tee oder so, kein Kaffee, keine unzulässige Sexualität, das bedeutet Sexualität außerhalb von der Ehebeziehung und kein Glücksspiel. Das sind mal die vier Pfeiler, dass man überhaupt mal ein bisschen Bewusstsein kultivieren kann. Die sind nämlich sehr wichtig, um die vier Beine der Religion, Wahrhaftigkeit, Sauberkeit, Barmherzigkeit und Entsagung aufrechtzuerhalten. Die stehen direkt in Verbindung.
So, wenn man das dann praktiziert, nach und nach, besonders wenn man das Glück hat, zu ISKCON durch Srila Prabhupadas Mercy und durch die Barmherzigkeit der Guru Parampara und letztlich Sri Sri Gaura-Nithais, die so barmherzig waren, hier sein zu dürfen, dieses Wissen zu kultivieren, zum Beispiel in Form der Bhagavad Gita, ne? Dass man eine klare Intelligenz bekommt. Die Intelligenz wird als ein Schwert bezeichnet. Ne? Mit dem Schwert des Wissens kann man sich loslösen von den Verstrickungen, den Anhaftungen, allem, was unnötig ist. Anatta bedeutet das, was nicht essentiell wichtig ist für uns. Künstliche Bedürfnisse. Und mehr man sein Leben dann vereinfachen kann, desto mehr merkt man auch, oh ja, ne, da ist ne, jemand in meinem Herzen, ne, die Überseele ist da. Und wenn man dann vielleicht sogar anfängt, den heiligen Namen zu chanten, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, dann manifestiert sich alles Glück, dass man sich vorstellen kann überhaupt. In meinem Leben war das auch so. Ne? Als ich zum Krishna-Bewusstsein kam, das war schon, da war ich sehr geprägt, so negativ geprägt. Klar, man sucht sich auch immer so bestimmte Lebenslektionen aus. Die kriegt man dann von seiner Familie mit auf den Weg als Veranlagung und dann später kann man dann die aufarbeiten. Ne? Also im Grunde sollen wir da dankbar sein und wir haben das uns selber ausgesucht. Aber was ich sagen wollte, sobald ich dann nach ISKCON kam, in die Gemeinschaft mit den Devotees, mit Guru Maharaj, der war dann zu der Zeit auch regelmäßig hier im Tempel, automatisch wurde ich inspiriert. Oh, ich möchte auch dienen. Dann weiß ich noch einmal dann nach dem Sonntagsfest, da muss ich dann nach Hause fahren, weil am nächsten Tag soll ich arbeiten. Da habe ich dann blau gemacht, Entschuldigung. Den nächsten Tag bin ich dann nicht arbeiten gegangen, weil ich wusste, mein Guru, der fährt dann jetzt weg. Der hatte mich zwar noch nicht offiziell anerkannt, aber in meinem Herzen war das einfach schon mein Guru, das war mir klar. Und dann wusste ich, oh, der reist jetzt nach Südamerika, da konnte ich auch nicht schlafen. Dann habe ich dann so gedacht, der gibt immer so gerne Süßigkeiten weg. Dann soll ich jetzt nach Hause fahren, dann bin ich hier von Köln mit dem Zug nach Duisburg gefahren, nach dem Sonntagsfest. Und dann habe ich dann Burfis gemacht. Aber weil das erste Mal war nach diesem vedischen Kochbuch, dass ich diese Burfis da gemacht habe, da habe ich die nicht lang genug gekocht und die wurden nicht hart. Dann habe ich sie versucht, in die Gefriertruhe zu tun und alles Mögliche, dass sie bloß hart werden. Ne? Und dann bin ich dann nachts wieder mit dem letzten Zug, bin ich dann zurückgefahren hierhin. Da musste ich noch warten an den Bahnhöfen, weil 2-3 Stunden keine Züge fuhren. Damit ich hier nach der, also es war so kurz nach der Mangalaratik, war ich dann hier wieder mit den ersten Zügen, dass ich dann ihn rechtzeitig verabschieden kann. Und das ist mir gelungen. Da kam er dann raus sozusagen, ne, mit ein paar Devotees. Und dann stand ich dann da mit den Tabletten, mit Burfis und so weiter, ne, mit dem hingungsvollen Dienst. Ne. Das ist ganz natürlich, weil diese Inspiration, die kommt aus uns selber heraus. Ne. Das kennen wir alle, oder? In bestimmten Maße, das war jetzt nur so ein kleines bisschen meine Lilas, die ich mal hier erlebt habe. Und dann in der Gemeinschaft von den Devotees, dann musste ich dann erstmal lernen zu kommunizieren zum Beispiel, ne, dass ich richtig mit den Leuten umgehe, vernünftig sprechen lerne, mich auszudrücken lerne, dass das meine Verantwortung ist. Da war ich damals in Heidelberg, da haben sie mich dann geschickt zu einem Seminar von einem Prabhupada-Schüler, Dhiragovinda Prabhu. Und der hatte ein Institut gegründet, weil der ist ein Psychologe, gelernter Psychologe. Und der hatte etwas gegründet, Sattvatov. Der kommt aus dem Jüdischen und hat aber auch das in Verbindung gebracht mit Sattvagun sozusagen, ne, mit den Veden. Und der hat ein 10-tägiges Seminar gegeben über Transformations- und Kommunikationsfertigkeiten, ne, also so Skills. Und das hat mir so viel genützt. Und da, seitdem fing das dann an, dann habe ich dazu gelernt, mit gewaltfreier Kommunikation und so viele, viele verschiedene Sachen, was man alles nicht in der Schule lernt. In der Schule wird man so konditioniert, dass man ein gutes Rädchen im Gewinde der Welt wird, wo letztlich die einzelnen Personen halt zerrieben werden in der Mühle des Lebens, wo sie bloß nicht keine Zeit zu haben sollen zum Nachdenken. Aber hier, durch Krishna-Bewusstsein, kam ich endlich in Kontakt mit dem wahren Wissen, ne? Mit echten Devotees. Mit Krishna Prasadam, mit dem heiligen Namen und Sri Sri Gaura-Nithai. Ne? Und so viel Glück hat sich manifestiert. Welches Glück hat sich denn für euch manifestiert, seit ihr in Bewegung, in Kontakt mit der Bewegung gekommen seid? Was habt ihr da Segensreiches für euch mitbekommen auf eurem Weg? Für mich eine Lebensweise. Ja. Man wurde quasi so geradewegs, irgendwie alle sich geradewegs. Ja, richtig.
Das ist ein sehr wichtiger Punkt, den du da sagst. Ich wiederhole den nochmal, weil du hast ein bisschen leise gesprochen. Ne? Der Prabhu hat gesagt, im Grunde genommen wurden wir gesegnet mit einer, mit der Möglichkeit einer anderen Lebensweise, richtig. Und die breite Masse der Bevölkerung, die weiß ja diese ganzen Sachen nicht. Die ist sich nicht darüber bewusst, dass es ein Leben nach dem Leben geht. Darum denken sie, verwirrt vom Materialismus, das ist alles, was ich jetzt anhäufe, das ist meine Sicherheit. Und ne, ob das die Familie ist oder Sachgüter, Statussymbole und so weiter. Und der Gottgeweihte, der bekommt die Wahl. Ne? Der hat in jedem Moment hat er die Wahl. Möchte ich das oder lerne ich eine andere Art und Weise kennen? Dieser andere Lebensstil, was du gesagt hast, Prabhu, das ist so schön, oder? Prasadam, vegetarische Speisen, die dem Herrn geopfert wurden zu essen. Ne? Ekadashi zu praktizieren. Okay, manchmal ist das ein bisschen anstrengend, aber gleichzeitig spüren wir auch, das ist so schön reinigend, oder? Den heiligen Namen dürfen wir chanten. Was ist das für eine Segnung? Ne? Das heißt Golokera, Premadana, Harinama, Sankirtana. Das ist der Schatz der spirituellen Welt. Und Goloka ist sozusagen die Essenz, der Schatz wiederum von den ganzen Vaikuntha-Planeten. Ne? Das ist etwas, das kann man sich auch gar nicht vorstellen. Das ist jenseits vom Universum, noch jenseits der himmlischen Planeten, wo es so viel Genuss gibt. Und diesen Lebensstil können wir hier praktizieren durch das Chanten der heiligen Namen. Der hilft uns mehr und mehr bewusst zu werden. Wie du gesagt hast, kriegen wir dann mehr und mehr die Wahl. Ne? Wir werden bewusster. Auch in dem Moment, wenn es Schwierigkeiten sind, können wir dann innehalten und können dann uns entscheiden. Ja, was sind jetzt mit der Intelligenz, ne? Wieder mit der Schwert des Intelligenz, was ist jetzt richtig, mich zu verhalten, oder? Hast du das mal so erfahren? Auf Buchverteilung kriegt man das auch oft, glaube ich. Ne? Wo ich damals noch Bücher verteilt habe, dann merkt man immer sehr schnell, oh, das hätte ich jetzt aber anders machen können. Da ist so Korrektur, Autokorrektur schon mit sozusagen da drin. Ne? Hätte ich das mal so und so gemacht. Okay, noch andere Nutzen. Was hast du zum Beispiel erfahren, seit du zum Krishna-Bewusstsein kamst, was segensreich ist in deinem Leben? Was meinst du für diese Zeitperiode? Ja, seit du zum Krishna-Bewusstsein kamst. Nein, in diese seitdem. Ja, das kannst du etwas aussuchen, von bis heute. Kann auch etwas von gestern sein. Vielleicht kommt es doch. Du hast einen sehr schönen Punkt gesagt. Du hast gesagt,
sich selber weiterzuentwickeln, bessere Qualitäten zu entwickeln, auf höhere Bewusstseinsebenen zu kommen. Genau. Das ist der Nutzen davon. Aber nicht so tief. Man muss diese Werte entwickeln, um sich nicht, wenn man gesagt hat, ich kann Schuld geben. Nicht Schuld, sondern das ist eine andere Sache. Man muss verstehen, dass wir reinigen uns alle zusammen, der Diamanten im Sack. Ja, wir sind diese ungeweihten Diamanten, die sind nicht klar. Ja, auch wenn wir, wenn sie gereinigt sind, reiben, wie sagt man das? Schleifen. Umeinander oder. Ja. Abschleifen. Aber ja, dann werden sie klar. Dann werden sie die Diamanten scheinen. Dieses Scheinen brauchen wir dann ja deswegen. Allein kann man nichts tun. Es gibt nicht. Die machen alles allein, weil sie arbeiten allein für die Firma. Ja, mein Geld. Und dann habe ich gehört, das heute am Lesekurs vorlesen. Ein Offen gefunden von Deutsch. Das war so etwas. Alle so diesen Namen stehen. Bei Kirsch sage ich nicht was. Schön, okay. Da können wir uns auch auf etwas freuen. Ja, ja. Da können wir uns auf etwas freuen, dass du da auch unser Bewusstsein erhebst. Ja. Und erleuchtest. Ja, ja. Und wenn ich sehe, die gut gewollt, wirklich von Herzen. Wirklich von Herzen nach vorne gehen, so immer weitergehen, immer so sich wirklich von Herzen, keine Profit für sich selbst zu haben, das ist sehr wichtig. Es gibt so viele, Profit, aber sind hier. Nämlich viel. Aber wenn die Gott gewartet, je mehr die sincere gehen, von Herzen gehen, desto weniger brauchen sie für sich selbst. Ja. Das stimmt, das ist etwas sehr Praktisches. Je mehr man selber das kultiviert, das ist ein interessanter Punkt, je mehr man diese Enthaltung praktiziert und so weiter, desto mehr erkennt man eigentlich, wie wenig man braucht zum Leben. Viele Leute, die glauben, ich habe das vorher auch geglaubt, ne? Ich habe zwar immer dagegen gekämpft, aber wenn man gegen etwas ist, man irgendwie unterstützt man trotzdem diese Energie, auch nur auf negative Weise, dass so Geld regiert die Welt und Geld muss man haben und so weiter. Das stimmt nicht. Das ist eine Lüge. Eine bodenlose Frechheit und eine Lüge, weil man braucht gesunde Luft und gesunde Wasser und Zutaten einfach zur Erhaltung des Körpers. Dann ist die Gesundheit da. Man braucht vielleicht noch ein paar Menschen, mit denen man sich austauscht und ein Dach über den Kopf, aber das war's auch schon. Man kann sehr einfach leben. Man braucht sogar gar nicht viel Essen im Grunde genommen. Das ist unsere Anhaftung, sind immer noch das, was uns hier gefangen hält. Das ist, was uns ein Schlafittchen hält. Ich möchte dich hier abbrechen, weil wir haben schon gespielt. Gibt es von euch beiden noch einen Kommentar? Was habt ihr noch Schönes entdeckt? Nämlich die Sätze, die du jetzt vorhin gemacht hast, kann ich ja bestätigen. Also das Einzige, der Geld regiert wird, ohne Geld kann man es nicht leben. Aber die Frage ist, wie man es betrachtet. Ja? Wie viel Geld brauche ich hier, um zu leben? In dieser materiellen Welt, die Frage, wie viel Material brauche ich überhaupt noch mal zum Leben? Ich würde sogar noch weitergehen. Ich würde sogar fragen, leben die denn da draußen? Leben die draußen? Oder vegetieren die? Ich würde eher sagen, die Prämisse ist, im Krishna-Bewusstsein lernen wir erstmal zu leben. Was wirkliche Werte sind, worauf es wirklich ankommt. Während draußen, ich hatte es ja selber gesehen, mein Vater mit 51 Jahren hat er schon seinen Körper aufgegeben an Krebs. Und er hat hart gearbeitet, ein ehrlicher Mensch, der seine Familie ernährt hat und so weiter, und hat sich kaputt gemacht. Da war mir schon klar, als ich das beobachtet habe, dass das nicht funktioniert. Auch in der Schule zum Beispiel, als ich noch in der Schule war, ich glaube in der 10. Klasse oder irgendwann so in den Dreh, das ist auch schon einige Jahrzehnte her wieder, aber da hatten sie damals schon gesagt, ja, das Rentensystem und Gesundheitssystem, das ist alles noch so aus dieser Weimarer Zeit, Weimarer Republik oder wie das hieß, ne? Also Asbach uralt. Und eigentlich gar nicht adäquat für den heutigen Stand. Und das war damals schon so für über 20 Jahren. Und trotzdem haben sie das weiter aufrechterhalten. Kann man sich auch mal fragen, ja, ist es denn alles so zweckdienlich?
Oder dient das für, wem dient denn das eigentlich? Dient das meinem Interesse, meiner Gesundheit? Oder dient das vielleicht irgendwelchen Konzernen? Ne? Vielleicht den Pharmakonzernen? Ne? Oh, und wenn man ja früh den Löffel abgibt, wie gut, dann braucht man auch keine Renten bezahlen. Wenn man da mal anfängt, die Sachen zu hinterfragen, diese ganzen Bewusstseinsinhalte, deswegen Schiller Prabhupada, der erklärt immer wieder, dass die Schulen in dieser westlichen Welt, das sind wie Schlachthäuser, da wird die, wie sagt man das, die Neigungen der kleinen Kinder und die Inspiration und dieser Freiheitssinn, dieses Urvertrauen, wird komplett mehr oder weniger versucht zu zerstückeln, dass die Menschen bloß wie Roboter funktionieren können in, ihrer, in dieser Gesellschaft, damit sie a, viel Geld verdienen, solange sie arbeiten können, ne? Also viel Steuern bezahlen, viel Konsumenten werden. Da habe ich von meiner Vermieterin etwas gelernt, FKK. Funktionieren, konsumieren, krepieren. Ist das nicht eine interessante Perspektive mal auf die Gesellschaft, wie sie ist? Und Srila Prabhupada, in dem Pranam-Mantra von Srila Prabhupada, da sagen wir, er hat die Welt, die westliche Welt gerettet. Das ist wirklich so. Und das Ausmaß dessen, ne, ihr seid wirklich glorreich, dass ihr diesen Dienst machen dürft, das ist eine mit dem Buch verteilen, das ist eine so große Segnung, das könnt ihr euch nicht vorstellen, das ist wirklich, ne? Srila Prabhupada ist wirklich der Retter der Welt für mich, das ist wirklich so. Und es gibt noch andere, natürlich, die auch die Welt mit retten und beeinflussen. Und wir sehen, dass das Schicksal von einer einzigen Person ausschlaggebend sein kann für die ganze Menschheit. Ob das jetzt Gandhi ist oder Einstein oder was weiß ich, ne? Srila Prabhupada auch, der gehört auch mit herein. Das ist der Anführer von dieser Kette von Personen. Auch wenn die Leute das noch nicht wissen. Nein. Nein, nein. Ich möchte gerne den Moritz hören. Moritz, was hast du gelernt? In der Zeit mit Thema, oder? Seiten-Krishna-Bewusstsein, was ist da für dich ein positives, ein Blatt von Glück sozusagen? Was hat sich da glückvoll in deinem Leben manifestiert? Das, wie die anderen auch schon sagen, das ist so viel Freude, die man erlebt. So. Das ist nicht so, das ist wirklich so dauerhaft, so überschäumend teilweise. Ja. Schon. Anandam Bodhivadanam, ein zunehmender Ozean, ne? Der wird immer tiefer, ohne Boden. Ich kann das gar nicht irgendwie zusammenfassen, weil es so nice. Ja. Und hast du dich hier so froh gefühlt, als du noch nicht in Krishna-Bewusstsein warst? Das ist das, was du sagst. So, dieses ganze System so, ist darauf ausgelegt, dass du das nicht so... Nicht bewusst nehmen willst. Ich habe es draußen nicht so gemerkt. Ja, so. Richtig. Ja. Richtig. Vielen herzlichen Dank für eure Beiträge. Und wie gesagt, für eure Gemeinschaft, ne, dass ihr hier so aufmerksam den heiligen Schriften Gehör schenkt und Srila Prabhupada so stark als Teil eures Lebens macht, denn unbewusst, da gibt ihr auch mir diese guten Wünsche, die ihr habt im Krishna-Bewusstsein, gibt ihr auch an mich weiter. Das ist die Sangha, ne, die Gemeinschaft. Deswegen hat Maharaj Bharata, um wieder das zu schließen jetzt, weil wir dann 9 Uhr haben, der hat da sehr darauf geachtet, das beschützt. Der war sich darum bewusst. So, wir dürfen uns jetzt im Leben, wenn wir wollen, heute oder auch die nächsten Tage, vielleicht auch mal tiefer reflektieren, was uns alles so beeinflusst, ob das wirklich alles von uns kommt, von wem das kommt, wem das dient. Und wir können es auch ersetzen durch positive Sachen. Dafür gibt es die Heiligen Schriften. Ne? So wie Maharaj Bharata. Ne? Der hat, wie gesagt, sein Bewusstsein einfach auf Krishna ausgerichtet, egal, ob der jetzt Anerkennung bekommt oder nicht, hat sich als Trottel dargestellt, als stumpfsinnig, ne? Sozusagen. Einfach, dass er in Frieden gelassen wird, dass er da einfach konstant Krishna im Herzen verehren kann. Ne? Und da können wir überlegen, in unserem eigenen Leben, was ist etwas, was können wir jetzt transformieren? Was wäre so das Nächste, was wir uns gerne so bewusster ansehen können? Und dann können wir uns darüber auch austauschen. Weil das ist wirklich ja Krishna Katha. Ne? Können wir erstmal selber die Suche machen, im Srimad Bhagavatam, in der Bhagavad Gita hinten mal blättern im Index. Ah, okay, welche Qualitäten so und dann... Oder vielleicht Vedabase, wenn man Vedabase hat, oder Vanipedia, da gibt es ja auch Vaniseva und so weiter. Verschiedene Quellen und die Schriften nutzen, um wirklich unser Leben an denen auszurichten und aufzurichten. So, das war's. Kantaratrat, Srimad Bhagavatam, Srimad Bhagavad Gita, Kejai. Srila Prabhupada, Kejai. Ananta Koti Vaishnavinda, Kejai. Ich habe ja noch das Mikrofon.